Über 400 Länder im größten Battle Royale. Ja Leute, hi und willkommen zu einem neuen Earth Royale Video. Das hier ist die Serie, in der über 700 Staaten versuchen die Welt zu erobern. Auch wenn die Anzeige hier ein wenig verbuggt ist. Bevor wir weitermachen, gehen wir mal auf die Top 10 ein. Da fehlt nämlich immer noch Nunavut. Damit halten sie auch Rang 1. Danach haben wir Kolumbien. Und weiter abgeschlagen knapp Thailand. Die nächsten Länder sind Xenia und Polen. Ich finde sehr überraschend ist das Rote Meer auf Rang 6. Und wir haben Algerien auf Rang 8. Also die größten aus Afrika mit. Aber ich würde sagen, das war genug geredet, wir machen einfach mal weiter hiermit. Tatsächlich sind wir mittlerweile im Jahr 2331. Ja, das ist ziemlich weit. Und ich bin gespannt, was hier so passieren wird. Natürlich kann ich nicht immer auf alles eingehen. Die Grenzen von Tadschikistan sind gerade kleiner geworden. Und die Schweiz war ja gerade aufgeteilt. Mombasa wurde von Mosambik, glaube ich, getroffen. Und Suriname wird von Nachbarn aufgeteilt. Kuba geht hier irgendwo in ihre Nachbarn mit. Und Benin wurde ja vom Niger annektiert. Die Krim wurde von Nachbarn aufgeteilt, oder von der Ukraine eigentlich. Liguria wurde von Pandanien annektiert. Und Xinjiang und irgendwas anderes sind gerade ein Staat geworden. Tibet und jemand anderes waren auch ein Staat. Polen hat, glaube ich, gerade ein bisschen aufgeholt. Und die USA wird unabhängig von Connecticut, Pennsylvania. Khmer, das ist, glaube ich, irgendwo in Kambodscha, die wurden aufgeteilt. Und Monaco wurde von Pandanien annektiert. Tver, Belarus wurde von Nachbarn aufgeteilt. Genauso wie hier Sri Lanka mit. Barotse wurde aufgeteilt. Und Guinea und Gambia werden zu einem Staat hier. Samoa wurde aufgeteilt hier hinten mit. Und Alawas wurde aufgeteilt. Hier ist das im Nahen Osten. Ost-Kalimantan und jemand anderes wurden zu einem Staat. Und Tripolitania wurde von Nachbarn aufgeteilt. Schleswig-Holstein hat eine Kolonie irgendwo mit. Und Keremiro, keine Ahnung wo, wurde aufgeteilt. Nunavut hat immer noch 100 Staaten. Tschetschenien wurde, glaube ich, aufgeteilt. Und die Grenzen von Taiwan sind kleiner geworden. Polen wurde von der Atombombe von Trinidad und Tobago getroffen. Und Russland ist wieder unabhängig. Guinea-Gambia hat eine Kolonie im Roten Meer. Italien wurde gerade, glaube ich, aufgeteilt. Und Sao Paulo Sul wurde von Nachbarn aufgeteilt. Örebro ist irgendwo weg, das glaube ich hier in Schweden mit. Und Kuwait wird Teil vom Iran jetzt. Und das aufgrund von einem Referendum. Arizonas Grenzen wurden gerade kleiner mit. Irgendwo haben wir nur Münster. Und Grönland wurde von Nachbarn gerade aufgeteilt. Das gleiche gilt hier auch für Bolivien, da haben wir Santa Cruz. Nauru wurde von Tuvalu annektiert. Und Tasmanien wurde von Nachbarn aufgeteilt. Das hier ist bei Australien, zwischen Australien und Westaustralien. Und Australien wird direkt von Karelien annektiert. Ja, Karelien, die hier einen Staat in dem Osten von Finnland haben oder Russland. Wallonien wurde von Nachbarn aufgeteilt. Das ist ja hier in Belgien mit. Und Liaoning wurde von Nachbarn aufgeteilt. Nunavut hat noch mal mehr Staaten mit. Natürlich ist das hier in Grönland. Mir fällt gerade auf, dass die Färöerinseln Island haben. Okay. Sind Grenzen kleiner geworden? Ich glaube, das ist hier in Indien mit. Und die Grenzen vom Niger sind auch kleiner. Nochmal in Indien, und zwar Tamil Nadu wurde, glaube ich, aufgeteilt. Krasnodar und Zentralanatolien sind ein Staat. Und wir haben noch 350 Staaten. Peru, Trinidad und Tobago und noch einige andere sind Teil von irgendwie einem neuen Reich. Kamerun ist unabhängig von Ambazonia. Tansania geht hier irgendwo Nachbarn. Und sie sind wieder auf Rang 3. Zentraljava wurde, glaube ich, aufgeteilt. Und Silesi, ich weiß gar nicht, wo die sind. Neumünster wurde von Neukaledonien annektiert. Und ich glaube, wir haben die antarktische Region von Chile mit. Mauritius wurde von Korea annektiert. Okay. By the way, hat Korea ein ziemliches Großreich. Eigentlich dachte ich, das Rote Meer wurde aufgeteilt, aber sie haben was bekommen. Okay, eine große Sache, British Columbia und Nunavut sind ein Staat. Das heißt, sie sind jetzt sehr, sehr deutlich auf Rang 1. Russland wurde wieder aufgeteilt von Nachbarn. Kuba hat eine Kolonie in Neukaledonien. Und England wurde von Irland annektiert. Okay, Memes. Irland hat jetzt fast die gesamten britischen Inseln. Hongkong und Taiwan, finde ich irgendwie passend, sind jetzt ein Staat. Neukaledonien ist einfach mal in der Top 10. Katanga, der Kongo, wurde aufgeteilt von Nachbarn. Luxemburg hat Flandern annektiert oder nee, sie waren annektiert. Georgien wurde von den Bahamas annektiert. Okay.
Ich habe tatsächlich vergessen zu sagen, dass ihr den Kanal abonnieren könnt. Ich war aber wohl nicht der Einzige mit, denn 80% der Leute, die Videos schauen, haben das nicht gemacht. Das wären noch einfach mal über 15.000 Abos. Und wie ich finde, ziemlich krass. Wenn ihr mir dazu helfen wollt, könnt ihr natürlich gerne mal ein Like da lassen, denn das unterstützt das Video. In der Beschreibung findet ihr die neue Juni-Community-Wahl. Da könnt ihr natürlich gerne mal teilnehmen. Machen wir aber einfach mal weiter. Ja, Gott ist weg. Und Yamala wurde von Krasnoyarsk hier annektiert. Kamerun hat irgendwo eine Kolonie in Unclaimed Land, okay. Stockholm hier in Schweden wurde aufgeteilt von Nachbarn. Guangxi hat irgendwo eine Kolonie mit. Und die ganzen Formanen wurden kleiner mit. Die Atacama-Wüste wurde aufgeteilt und Utah verliert irgendwo Grenzen. Der Chart expandiert den Nachbarn. Luzon und Mundare wurden aufgeteilt. Irland hat ja auch eine Kolonie in diesem Unclaimed Land. Ich glaube, das entsteht nämlich nach Atombomben. Wir haben Norwegen verloren an ihre Nachbarn. Das gleiche gilt auch für den Vatikan. Und das meiste ging an Pandanien. Paris wurde von Tours annektiert. Silesia wurde oder Schlesien wurde von Bayern annektiert. Das Orangene hier ist bei Bayern. Bald haben wir noch 300 Staaten und die Grenzen von Bayern werden wieder kleiner mit. Sizilien ist unabhängig von Tunesien, okay. Simbabwe geht irgendwo in Nachbarn mit und Südostanatolien geht in Nachbarn. Andhra Pradesh wurde von Nachbarn eingekesselt oder annektiert. Algerien nimmt hier gerade einiges von Europa mit ein und das Vereinigte Königreich wurde, glaube ich, von Irland gerade annektiert. Die war noch unabhängig von England mit. Und eine große Sache, wir haben gerade hier Tansania verloren. Malawi hat euch ein Imperium. Malaysia ist wieder unabhängig hiermit. Und Eswatini wurde von Nachbarn aufgeteilt. Wir haben Goa verloren. Und wir haben gerade Neukaledonien aus den Top 10 verloren. Das ist schon ziemlich viel. Ja, es wird ernster und wir verlieren auch Nepal. Tunesien wurde von Nachbarn aufgeteilt. Und Kalmar wurde aufgeteilt. Newfoundland und Labrador ist irgendwo in Südostanatolien. Alles Grün ist by the way Südostanatolien. Die sind also die Türkei mit. Istanbul ist by the way unter der Kontrolle von Visayas. Kronotalo wurde irgendwo aufgeteilt. Genauso wie Hainan hier in China wahrscheinlich mit. Kanto hat das meiste von Japan mit. Und Sizilien hat eine Kolonie in den Bahamas. Tomsk wurde aufgeteilt von Xinjiang irgendwie anders. Wologda wurde aufgeteilt und auch noch hier in Südostasien wäre mit. Und ein episches Meme, Yanmar und die Färöerinseln sind vereinigt. Und wir verlieren gerade aus den Top 10 hier Polen. War es unabhängig? Und ich glaube, Sizilien wurde annektiert von Sardinien-Korsika. Sardinien-Korsika ist irgendwie ein nicer Staat. Und Pandanien wurde gerade annektiert. British Columbia hat irgendwo eine Kolonie mit. Irgendwo wurde Missouri aufgeteilt. Und Fayum wurde von Nachbarn aufgeteilt. Sebs wurde aufgeteilt. Und Cucamimbo wurde von Argentinien annektiert. Was ist das bitte für eine riesige Nation irgendwie mit? Und Seychellen-Mayotte sind jetzt weg. Kyushu ist auf einmal von 4. Und Kaimya und die Bahamas sind vereinigt. Und ja Leute, an der Stelle beenden wir Mappa 3. Ich will mich nicht noch mehr bearbeiten. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und ihr könnt das natürlich mit einem Like und einem Abo zeigen. Hier findet ihr nochmal ein anderes Video. Hier habe ich nämlich das größte Reich in Wordbox gebaut und es dann wieder zerstört. Und in der Beschreibung findet ihr den Discord-Server. Da könnt ihr wie immer gerne mal drauf joinen. Und weil ich heute nichts mehr sagen kann, sage ich einfach mal ciao.